So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank erstmal fürs Fahren. Aber mein Messer hat im Stau gestanden. Was ist das hier für ein Kamerateam? NDR oder so? ZDF. ZDF hat Frau Schlesinger in den Augen. Also, schön, dass Sie jedenfalls heute Abend hier im Griechen als Familie ausgefunden haben. Zu einem Gast, über den meinte der NDR vor einigen Monaten, freundlich, aber bestimmt, so wirkt Manuela Schwesig für ihre politischen Ziele. Sie macht das wie kein anderer in der Regierung. Die SPD-Politikerin hat sich durchgesetzt. Herzlich willkommen, Manuela Schwesig. Manuela, das sind jetzt auch für dich, glaube ich, spannende Tage gewesen. Jetzt frage ich dich nicht, ob du dich freust auf die neue Aufgabe in Schwerin. Da sagst du ganz sicher ja. Ich frage mal andersherum. Wie doll vermisst du denn schon dein altes Ministerium? Ja, das vermisse ich natürlich. Erstmal einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich vermisse das Ministerium, aber vor allem die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mein Team, was ja die vielen guten Projekte, die wir zusammen durchgesetzt haben, vorbereitet hat und mich damit auch begleitet hat. Man ist natürlich als Ministerin sozusagen die Frontfrau, die ganz vorne steht und erklären muss, durchkämpfen muss, aber es ist so, wie in jedem Unternehmen, in der Kita, die ich heute besucht habe, das macht einer alleine, sondern das macht ein Team und ich hatte da wirklich engagierte Frauen und Männer, ganz anders als man ab und zu Bild auf der öffentlichen Verwaltung ist. Und die vermisse ich schon sehr. Und aber ich werde natürlich diesen Themen treu bleiben. Es ist ja auch für mich als zukünftige Ministerpräsidentin wichtig, dass gute Familienpolitik hier, gute Frauenpolitik gemacht wird. Und ich habe jetzt zum Glück das große, tolle Ehrenamt der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD, sodass ich weiterhin, so wie heute, deutschlandweit unterwegs sein werde. Und deswegen bin ich heute Abend auch hier und freue mich über die Einladung und freue mich einfach, auch den weiter mitwischen zu können, auch bei diesen Themen. Einen Vorteil glaube ich allerdings, dass du jetzt nach Schwerin in die Stadt. Mikro funktioniert mal so richtig. Also, ich denke. Steht hier die CDU auf der Leitung oder was? Nee. Wir haben doch öfter versucht, uns abzudrehen. Hat aber nicht funktioniert. Wir werden es dann auch ganz laut machen. Wir können auch ohne Mikro. Ja, das kriegen wir bestimmt auch hin, aber jetzt klappt das, die tüfteln das mal aus. Ein Vorteil hat das aber, glaube ich, bis 17 Jahre an meinem Kindertag, oder? Ja, mein Sohn hat gesagt, Mama, also der war schon auch sehr bewegt, weil mein Mann und mein Sohn, der 10 ist, meine kleine Tochter, die 15 Monate ist, die waren auch bei der Verabschiedung im Familienministerium dabei. Das war natürlich bewegend, ich meine, wenn man 4 Jahre zusammen diesen Weg geht, dann, ich glaube, wenn man da auch abtreten würde, dann wäre man verkehrt gewesen an der Stelle. Und dann haben sie mich regelrecht mit nach Hause genommen, dann sind wir nach Hause gefahren und dann sage ich, na Julia, wie geht's dir? Naja, vorhin hatte ich schon ganz schön Kloß im Hals. Und dann sagt er, aber Mama, endlich gibt's wieder Hörnchen zum Frühstück. Und dann sage ich, wieso? Na, wenn du da bist, dann kann Papa abschließend beim Bäcker Brötchen und Hörnchen holen. Und wenn du nicht da bist, gibt's nur Toastbrot. Das ist die Welt der Kinder. Ganz einfach, ganz herzlich. Ja, das jetzt heute auf deine Kinder auf? Das macht dein Mann. Genau, heute ist mein Mann da. Es war mir immer wichtig, deutlich zu machen, dass Kinder ja auch Väter haben. Und die Väter sind, finde ich, auch keine Mütter zweiter Klasse, sondern die können das genauso gut. Und mein Sohn geht ja jetzt schon alleine zur Schule. Ich habe heute Morgen Julia in die Kita gebracht und heute Nachmittag hat mein Mann sie abgeholt. Und jetzt sind die zusammen zu Hause, weil ich heute logischerweise spät nach Hause kommen werde. Ja, und so wechseln wir uns immer ab. Ich war gestern zu Hause und es geht eigentlich so wie vielen Familien. Wir sitzen dann sonntags zusammen meistens beide mit unseren Terminkalendern und überlegen uns, wer bringt Kinder in die Kita, wer holt sie ab, wer ist die Einwanderer. Ich habe ja so den klassischen Mittwoch, wo ich immer abends und auch schon am Nachmittag zu Hause bin. Und so versuchen wir auch zusammen den Spagat hinzubekommen. Wer muss vor der Wahl in die Wäsche waschen?
weil der weiß, wie die Wäsche in die Maschine geht oder ob sie rausgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, welche Wäsche zusammengehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich frage mich das echt manchmal, bis unsere Mütter, die ja auch noch nicht die Maschine von heute hatten, ich meine, man muss immer noch die Wäsche reinkriegen und rausgehen, aber ich frage mich ehrlich gesagt, wie es meine Großmutter hinbekommen hat. Ja? Die hat 10 Kinder, ich weiß nicht, wie das gemacht hat, ohne Waschmaschine. Das ist also der technische Fortschritt hilft manchmal. Und ja, aber anpacken müssen wir uns alle in der Familie. Das sonst geht so ein Leben sozusagen. Hast du eigentlich häufig erlebt, dass man sich als Bundesministerin oder künftig als Ministerpräsidentin rechtfertigen muss bei Menschen, dass man sagt, dann gehen? Ja, also das habe ich sehr häufig erlebt. Das ist so die klassische Frage, die man auch immer, die ich immer bekommen habe, auch immer in Interviews. Wie schaffen Sie das eigentlich? Ich finde, ich habe gemischte Gefühle bei dieser Frage. Ich finde die Frage ist zum einen berechtigt, weil mir geht es ja auch so als berufstätige Mutter, wenn ich andere Frauen sehe, dann interessiert mich das auch. Ich frage das auch oft, wenn ich irgendwie vor Ort bin. Heute habe ich zum Beispiel ein Krankenhaus besucht, dann frage ich die Hebamme auch, wie schaffen Sie das eigentlich? Ich meine, die müssen rund um die Uhr sogar einen Dienst organisieren. Auf der anderen Seite war mir immer bewusst, dass nur ich diese Frage kriege, dass kein Minister gefragt wird, wie machen Sie eigentlich dieses Amt mit Kindern? Und das zeigt schon, dass es da Unterschiede gibt. Und was ich immer echt ein bisschen auch komisch finde, ist, wenn ich dann so mit meinen Kindern unterwegs bin, so wie gestern Abend in der Stadt, dann sagen manchmal Leute, und ich glaube, die meinen es sogar ganz gut, ach, dann hat die Mama ja mal wieder Zeit für die Kinder. Und dann denke ich so, ihr wisst doch eigentlich gar nicht, das ist es ja eigentlich gar nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Wir, wenn man mich jemand sieht, dann haben sie nichts zu tun. Gut, aber es steht immer noch im Raum, Westdeutschland stärker als in Ostdeutschland. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich heute gesamtdeutschen und ostdeutschen Wurzeln habe und dass es auch bei meiner Mutter und meiner Schwiegermutter immer selbstverständlich war, dass die Beruf und Familie vereinbaren. Deswegen kriegt man auch von der Familie Unterstützung. Also ich glaube, da haben es Frauen aus meiner Generation, auch gerade in Westdeutschland, wo vielleicht sogar die eine Mutter so ein Lebensmodell Beruf und Familie in Frage stellt, viel schwerer. Also es gibt einen gesellschaftlichen Druck, aber ich bin froh, ich habe eine Familie und vor allem einen Ehemann, der das genauso nicht anders kennt, dass eben beide arbeiten gehen, dass beide auch für die Familie und den Haushalt da sind. Und ich würde mir wünschen, dass dieser gesellschaftliche Druck nicht da ist. Und da geht es mir jetzt gar nicht um mich. Ich kann den aushalten, aber ich weiß ja, dass es auch viele andere Frauen so geht. Man fühlt sich immer zerrissen zwischen den Anforderungen im Job, den man gerecht werden will, aber auch dem, dass man natürlich irgendwie eine gute Mutter sein will. Und da würde ich mir wünschen, dass dieses Modell unterstützt wird und nicht ständig mit komischen Fragen hinterfragt wird. Das ist ja, Manuela, eigentlich auch kein ganz untypisches Modell. Also Mama, Papa, beide Vollzeit, 2 Kinder, auch nicht ganz untypisch. Dann kommt ja bei vielen noch hinzu, dass sie sich um möglicherweise pflegebedürftige Eltern kümmern müssen. Und dann hat man ja auf einmal nicht nur so einen gesellschaftlichen Druck von außen, sondern man stößt ja auch als Familie an seine Grenzen. Was kann da Politik überhaupt tun? Also Politik kann das nicht alles auflösen, das wird immer so ein Spagat bleiben, aber ich finde, Politik kann es leichter machen. Das war immer mein Credo, nicht versprechen, dass irgendwie alles einfach wird, aber es kann einfacher werden. Und du hast es eben zu Recht beschrieben, auch wegen der demografischen Entwicklung ist es so, dass heute das Leben berufstätig sein, Kinder haben, aber auch schon vielleicht pflegebedürftige Eltern haben, es kommt noch mehr zusammen als früher. Weil man in der Regel heute später die Kinder kriegt und dann halt auch schon unterstützungsbedürftige Eltern hat. Und dann wissen wir alle, man wohnt auch auseinander, also die Eltern sind ja oft nicht mehr am gleichen Wohnort. Und lassen wir auch alle das Ehrenamt noch hochleben, wir wollen auch, dass alle sich ehrenamtlich engagieren. Ich habe mich viel damit beschäftigt, was bedeutet das eigentlich für einen Druck in den Familien und kann man das nicht entzerren? Und ich mache es jetzt mal plastisch. Im Osten gab es eigentlich immer dieses Lebensmodell, beide berufstätig, beide Vollzeit und dann noch Kinder. Und im Westen gab es ja lange das Modell, er arbeitet, sie ist zu Hause oder sie arbeitet vielleicht kleine Teilzeit. Und man muss sagen, dass eigentlich, ich glaube, so beide Modelle langsam überholt sind. Ich
Ich glaube, man hat es im Osten immer so gemacht, aber ich weiß von Müttern, aber auch zunehmend Vätern, man wünscht sich auch Zeit für die Familie. Ich bin eine große Verfechterin von Ganztagskitas und Ganztagsschulen, aber ich sage auch, wir haben alle Kinder dafür bekommen, dass wir auch mal Zeit mit ihnen verbringen. Es kann auch nicht in der Arbeitswelt erwartet werden, dass wir nur für den Job da sind. Und deswegen habe ich dieses Modell entwickelt, Familienarbeitszeit. Das heißt, ich finde, dass es legitim ist, wenn man kleine Kinder hat oder zum Beispiel pflegebedürftige Eltern, dass man auch mal von seiner Arbeitszeit, Vollzeit, 40 Stunden Arbeitszeit reduzieren kann. Nicht so super tief, weil man dann eben wirklich ein kleines Einkommen hat und eine schlechte Rente, aber eben so, weiß ich, von 40 mal auf nur 30 oder 32 Stunden. Und das können ja viele nicht, weil es auch ein existenzielles Problem ist. Und in dieser Zeit ist der Staat in dieser Zeit wie mit dem Elterngeld als Familiengeld Familien unterstützt. Das war so ein bisschen meine Idee, dass man später dann aber auch mal wieder mehr arbeiten kann. Wir alle kennen die Situation, Kinder sind in der Pubertät, dann sagt man sich vielleicht, ich komme lieber später nach Hause. Ja. Also man hat ja auch Phasen im Leben, da vielleicht ohne Kinder, da sagst du, klar, ich arbeite 40 Stunden, ich will das Einkommen haben, ich habe die Zeit. Dann gibt es halt die Phasen, wo man mal wieder runter will, für Kinder, für Pflege und dann auch wieder hoch will. Und ich erlebe auch viele ältere Menschen, die sagen, ich steige jetzt aus dem Beruf aus, ich freue mich auf meine freie Zeit, auch dass der Druck 8 Stunden pro Tag auch ein bisschen weg ist, aber so ein bisschen würde ich eigentlich gerne noch an Bord bleiben. Und ich finde, das Arbeitsleben muss sich mal ein bisschen auf diesen Lebensphasen anpassen. Und die Idee, so eine Familienarbeitszeit mit Familiengeld einzurichten, das ist eine Idee, die wir entwickelt haben und ich freue mich sehr, dass die SPD das unterstützt und dass unser Kanzlerkandidat Martin Schulz damit auch in den Wahlkampf geht und wir werden natürlich mitkämpfen, dass wir so viele Stimmen kriegen, dass wir das auch umsetzen können. Ich glaube, das ist wirklich das Modell, wie man Beruf und Familie in eine bessere Balance bekommt. Hast du eine Idee, warum sich die Union damit so schwer tut, die Familienpartei? Hat das was mit traditionellen Familienbildern zu tun? Ist es eine Geldfrage, eine Frage anderer politischen Prioritäten? Also wenn ich mal so überlege, Mütterrente oder so, es ist ja nicht so, als wenn die CDU nicht auch über Dinge nachdenkt, ne? Vielleicht in anderen Feldern, aber... Ja, aber die Union ist in meinen Augen keine Familienpartei mehr. Ich habe das die letzten 4 Jahre selbst erlebt. Alles, was wir für die Familien wirklich durchgesetzt haben, von den Mehrgeldern für Kita bis hin zum Unterhaltsvorschuss, der jetzt ja ab 1.7. für die Alleinerziehenden kommt, darüber haben wir gerade mit dem ZDF gesprochen, ganz wichtiges Thema. Es war immer ein harter Kampf, du hast es erlebt, du hast mich unterstützt als Abgeordneter, dass wir oft eben sozusagen das hart durchkämpfen mussten bis in den Koalitionsausschuss und es wird oft gesagt, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Volksparteien. Aber gerade der Unterschied in der Familienpolitik und in der Frauenpolitik ist enorm. Und der größte Unterschied ist eigentlich, dass wir sagen, wir schreiben den Familien nicht vor, wie sie zusammenzuleben haben. Für mich ist eine Familie, wo die Paare verheiratet sind, nicht verheiratet sind, aber auch die Alleinerziehenden, die Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien, die sind für mich alle gleich viel wert, weil sie haben sich alle für Kinder entschieden. Und für mich ist ganz entscheidend, dass wir die Kinder unterstützen und nicht den Leuten vorschlagen, wie sie zusammenzuleben haben. Und da haben wir schon immer unterschiedliche Meinungen. Die Union propagiert sehr eben das Bild der Ehe, man muss verheiratet sein und will da Unterschiede zu den anderen Familienformen machen. Und ich habe mich sehr gewundert bei der Familienarbeitszeit, weil es ja eigentlich um dieses Kernthema geht, Zeit für Familie. Also obwohl ich selber Verfechterin bin, dass Beruf und Familie zusammengehen muss, war mir immer wichtig, deutlich zu machen, ich finde schon, Familien haben auch Recht auf Zeit füreinander und da muss auch die Politik sie schützen. Und dass gerade die Union da nicht mitmacht, wo sie uns beim Betreuungsgeld immer erzählt hat, dass es eigentlich um Zeit für Familien geht, das verstehe ich auch nicht, aber das zeigt eigentlich, dass sie sich so auch ein bisschen entfernt hat und vielleicht auch manchmal einfach nur aus Rahmen, weil die gute Idee von uns kommt, nicht mitmacht. Aber es ist auch gut, dass es die Unterschiede gibt, weil die Unterschiede auch deutlich machen, dass es schon interessant ist, wen wähle ich eigentlich. Und ich glaube, wir mit diesen Angeboten auch den Nerv der Leute treffen. Hast du irgendwann mal so die Erfahrung gemacht, die Angela Merkel war ja auch mal Familienministerin. War das mal irgendwann von Vorteil? Es gibt eine Situation, da war sie dann der Kauderwelsch beim Thema Frauenquote Weinerlichkeit vorgeworfen in aller Öffentlichkeit. Dafür hat sie sich entschuldigt. Das ist ein Beispiel, was mir einfällt. Da hat man politisch noch nichts verändert, aber hört auf viel Symbolik. Ne? Also es war für mich, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend. Ja, Frau Merkel steht vorne als Frau, aber hinter ihr
stehen eben diese Männer wie Kauder und Co., die vieles versuchen zu verändern oder eben auf ihre Art machen. Und das finde ich dann, und die laufen ja auch. Und da muss sich jeder mal sein Bild machen. Kommen wir mal vielleicht auf das Thema Frauenquote. Es gibt ja sogar Frauen, die was dagegen haben. Konservative Frauen auf jeden Fall. Die dann immer in jeder Debatte sagen, ich will doch nicht, dass ich meinen Posten einer Quote verdanke. Was sagst du dem? Ich kann das total verstehen, dass Frauen sagen, ich will nicht in einen Posten wegen einer Quote kommen. Und darum geht es auch gar nicht bei der Quote, weil immer die Voraussetzung ist, dass alle gleich geeignet sind. Aber was man nicht ignorieren kann in Deutschland ist, wir haben die bestausgebildete Generation der Frauen. Es machen mehr Mädchen Abitur als Jungen und es machen mehr junge Frauen einen Studienabschluss als junge Männer, übrigens auch in Betriebswirtschaft. Und trotzdem haben wir kaum Frauen in Führungspositionen in ganz vielen Bereichen. Es fehlen sie in der öffentlichen Verwaltung. Auch die Politik darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich Frauen fehlen. Übrigens, wenn wir dann immer noch mal gucken, Ost und West, gibt es auch ein ziemliches Gefälle. Und das hat Ursachen. Und diese Ursachen, jetzt kann man sich entscheiden, auf, wie begründet man das. Und dann gibt es die einen, die sagen, die Frauen sind selber schuld. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir gucken mal genau hin. Und ich glaube, jede Frau und auch die modernen Männer erleben das auch, dass Frauen schon das Leben schwieriger gemacht werden wird. Und wir haben ja, das fand ich gut, Gerhard Schröder hat damals gesagt, schon vor vielen Jahren, der Wirtschaft, Leute, so kann es nicht bleiben. Bei euch sind lauter Frauen, die die Arbeit machen, aber sie dürfen nicht mitbestimmen. Und ihr müsst vorankommen. Und dann gab es so einen Vertrag, dass die gesagt haben, okay, wir bemühen uns. Und jeder kennt es von uns, wenn es auch darum geht, eine Frau für eine Spitzenposition zu finden, dann muss man sich nämlich auch mal Gedanken machen. Wie geht es denn mit Beruf und Familie in dieser Position? Und da geht es doch nicht nur, dass die Frau sich bewegen muss, da muss ich mich auch mal als Arbeitgeber bewegen. Das muss ich auch als Ministerin, die natürlich auch Frauen an Bord haben will. Und dann haben wir nach den 12 Jahren Verpflichtung, die Gerhard Schröder angeführt hat, festgestellt, es hat sich ehrlich gesagt nichts bewegt. Wir haben das nur ausgerechnet. Wenn wir dann noch weiter gewartet hätten, dann hätte das irgendwie 120 Jahre, also jedenfalls ich jetzt auch nicht mehr erlebt, gedauert, ehe wir ein paar mehr Frauen in Führungspositionen haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Gesetz. Und das Interessante ist, es ist gar keine Frauenquote, es ist eine Geschlechterquote. Das heißt, wir sagen, in allen Aufsichtsratsgremien von großen Unternehmen müssen mindestens 30% Frauen an Bord sein. Und da müsst ihr euch jetzt kümmern. Und jetzt nach dem Gesetz gibt es die Frauen und es sind alles gut qualifizierte Frauen. Da ist keine Fehlbesetzung dabei. Und ich meine, die gibt es ja manchmal, die gibt es ja auch bei Männern. Also auch Frauen hätten das Recht darauf mal. Aber es hat funktioniert und daran sieht man, man muss eben auch mal mit Gesetzen nachhelfen, so nenne ich das, und die Sache in Bewegung bringen. Und ich finde es auch gerecht. Ich will mal mein Lieblingsbeispiel nennen. Wir hatten einen großen Konzern mit über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Ganz viele davon in Deutschland, die vor allem auch Krankenhäuser haben. In den Krankenhäusern ist überwiegend weibliches Personal. Die sorgen für guten Umsatz, für einen guten Gewinn. Und im Aufsichtsrat und im Vorstand gab es keine einzige Frau. Und was nicht geht, ist, dass da über Arbeits- und auch Lohnbedingungen der Beschäftigten mitentschieden wird, und die Beschäftigten zu großen Teilen weiblich sind, dass dann keine Frau an der Spitze ist, das ist auch einfach ungerecht. Und das haben wir so aufgelöst und ich kann nur jeder Frau sagen, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass uns wieder ein schlechtes Gewissen eingeredet wird und gesagt wird, ja, ihr seid ja nur eine Quotenfrau. Auch da versucht man uns wieder klein zu machen. Nein. Wir Frauen sind in Spitzenpositionen, weil wir es können, weil es auch gesellschaftlich gewollt ist und letztendlich muss sich keiner nichts von U machen, wenn ich da einmal bin. Ich bin ja auch, glaube ich, in einer Spitzenposition ursprünglich mal gekommen, weil ich auch eine Frau bin. Aber niemand muss ja denken, dass man sich da nicht beweisen muss. Beweisen müssen sich die Frauen genau wie die Männer. Und deshalb finde ich, ist A, Quotenfrau kein Schimpfwort und B, sollten wir Frauen gar nicht zulassen, dass es eins wird. Eine zweite Sache, die du im gleichstellungspolitischen Bereich ja wirklich durchdrücken musstest, war ja das Gesetz zur Lohngleichheit von Frauen und Männern. Hat dich das eigentlich geärgert, dass wir da so im 21. Jahrhundert noch Kämpfe drüber führen müssen? Ja, sagst du jetzt.
reicht das Gesetz eigentlich? Also es besteht ja ein Kern darin, dass ich jetzt einen Auskunftsanspruch zunächst mal darüber habe, was männliche Kollegen, die eine vergleichbare Arbeit haben. Aber reicht das in der Praxis? Das Gesetz alleine reicht nicht aus, um die Lohnlücke von 21% zwischen Frauen und Männern zu schließen, weil es ja mehrere Ursachen gibt. Und wenn es mehrere Ursachen gibt, braucht man auch mehrere Antworten. Eine Ursache habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Die Zeiten für Arbeit und für Familie sind halt in Deutschland total verschieden, also zwischen Männern und Frauen ganz unterschiedlich verteilt. Wir haben es mal untersucht. 80% der Zeiten, die in Deutschland aufgewendet werden, für die Pflege von Angehörigen, aber auch für die Kindererziehung, werden von Frauen erbracht. Und nur 20% von Männern. Jetzt kann man ja mal darüber reden, ob es eigentlich gesellschaftlich gewollt wird. Ich meine, sollen nicht auch die Väter mehr Zeit mit Kindern verbringen? Sollen nicht auch die Söhne mehr Zeit mit ihrer pflegebedürftigen Mutter verbringen? Das ist so ein Punkt, wo ich eben mit der Familienarbeitszeit gerne dafür sorgen möchte, dass es auch Väter und Männer die Chance haben, sich stärker um Familie zu kümmern und damit Frauen auch die Chance haben, mehr berufstätig zu sein. Das würde auch die Lohnlücke ein Stück schließen. Dann haben wir immer noch die hohe Teilzeit. Und da war ja ein Vorhaben von uns das Rückkehrrecht Teilzeit auf Vollzeit, was ganz wichtig wäre, um viele Frauen aus der Teilzeitfalle zu holen. Das hat die Union blockiert und eben ganz vorneweg vor Merkel. Und deswegen ist für mich die Frage, wer setzt sich für Frauen ein, ziemlich entschieden. Weil dieses Rückkehrrecht wirklich materiell den Frauen sofort was gebracht hätte. Und das Dritte ist eben diese Lohngerechtigkeit. Da haben jetzt Frauen und Männer im Unternehmen einen Auskunftsanspruch, aber nur für Unternehmen ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das waren Kompromisse mit der Union, die wollten 500, wir wollten natürlich mehr Unternehmen erreichen, 200 war der Einstieg jetzt. Und ich finde, jetzt sollten wir mal loslegen, dass es auch umgesetzt wird. Und dann ist natürlich unser gemeinsames Ziel mit der SPD, dass wir nach der Wahl die Möglichkeit finden, auch für die Unternehmen unter 200 eine Lösung zu finden. Ich sage immer, wenn es alles gerecht zugeht, dann brauchen wir auch gar keine Angst haben davor, die Dinge offen zu legen. Insofern zeigt ja aber der Widerstand, dass es doch irgendwie notwendig ist, ein Gesetz zu machen. Und der Widerstand hat einfach gezeigt, wie wenig dieses Problem von Frauen, also Lohnlücke, auch ernst genommen wird und dass wir überhaupt darüber lange gestritten haben. Für mich ist es eines der größten Ungerechtigkeiten, dass es diese Lohnlücke zwischen Frauen und Männern gibt. Ich finde übrigens, dass es auch ein totales Männerthema ist, weil kein Mann kann wollen, dass seine Partnerin schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist, und kein Vater kann wollen, dass seine Tochter schlechter bezahlt wird, nur weil sie ein Mädchen ist. Kommen wir mal zu den Kindern. Du hast, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, da hast du ziemlich deutlich gesagt, Kita-Gebühren sind ungerecht. Warum? Weil Kita-Gebühren eine hohe Hürde sind, gerade für Familien, die kleinere und mittlere Einkommen haben. Und wir sehen die Kita auch als Bildungseinrichtung. Ich habe heute gerade wieder eine Kita besucht mit Sprachförderung, wirklich mit tollen Angeboten. Und das Ziel muss sein, dass jedes Kind, wo die Eltern das wollen, auch den so eine Kita haben kann. Und du kannst es ja vielleicht gleich mal für euer Bundesland besser sagen, aber zum Beispiel alleine in meinem Bundesland ist es so, dass die Kita meiner Tochter ist eine ganz normale kommunale Kita, kein Schlägstand, eine gute Kita, ganz solide, aber jetzt auch nichts übertriebenes. Tolle Erzieherin, muss ich wirklich sagen, und Erzieher mittlerweile. Und die kostet eigentlich 380 Euro. Da unter 280 ist es noch ohne Essen, da unterstützt der Staat schon mit 100 Euro, also das Land, bleibt immer noch 280 Euro, dann noch Essen wert dazu. Darüber möchte ich mich bei meinem Einkommen überhaupt nicht beschweren, aber ich weiß eben, dass die Verkäuferin genauso bezahlen muss und das ist zu viel. Und mir hat mich ja letzte Verkäuferin angesprochen, die sagt, Frau Schlesig, endlich bekomme ich Mindestlohn, ich weiß, das hat die SPD erkämpft, aber ich zahle eben für zwei Kinder 600 Euro Kita-Gebühren. Ich habe weniger, als wenn ich nicht arbeiten gehe. Dann gehen die Kinder nämlich gebührenfrei in die Kita. In Klammern, das halte ich übrigens für so wichtig. Ich finde schon, dass wenn Eltern arbeitslos sind und von Sozialleistungen leben müssen, dass die Kinder nicht drunter leiden dürfen und deshalb einen kostenfreien Zugang zur Kita haben, auch als Bildungsangebot. Aber es dürfen doch nicht die, die arbeiten gehen und ein paar hundert Euro vielleicht mehr verdienen, schlechter gestellt werden. Ich finde auch, Arbeit muss sich lohnen. Und wenn die, die arbeiten, weniger haben als die, die nicht arbeiten, dann geht irgendwas schief. Und deswegen finde ich, dass die Kita-Gebühren abgeschafft werden.
frage, ja, aber was ist denn mit Leuten, die so super gut verdienen? Dann sage ich, ich würde mir erstmal wünschen, dass es davon mehr gibt. Das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist gerade, bei uns in den Ländern haben die meisten kleine und mittlere Einkommen. Die Union führt ja jetzt so ein bisschen die Neiddebatte. Ja, aber dann bei Gebührenfreiheit haben ja gerade die auch was davon, die super viel verdienen. Da sage ich, naja, du machst das erstmal, die mit den kleineren und mittleren Einkommen. Und erstmal haben die Kinder was. Und die Kinder, genau. Und dann sage ich, ja, und die, die im Spitzenverdiener sind, die können ja dann über den Steuerbeitrag eben auch den gerechten Beitrag dazu leisten. Darüber muss, finde ich, dann die Gerechtigkeit reinkommen. Aber diese Gebühren langfristig abschaffen, das finde ich wichtig. Und das ist, uns geht es in Mecklenburg genau wie euch. Das kriegt man teilweise aus Landesmitteln nicht ganz alleine hin. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Qualität darunter leidet. Das muss man ja weiter im Blick haben, dass auch die Qualität gesichert wird. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir uns in der SPD entschieden haben und dass das Martin Schulz als Schwerpunktthema hat, dass wir sagen, der Bund gibt dauerhaft Geld für Kita-Gebührenfreiheit. Ich finde, das wäre eine ganz wichtige Investition. Und ich muss mir ehrlich sagen, das sind 3,5 Milliarden Euro. Hört sich jetzt erstmal total viel an, das weiß ich. Aber die Forderung von Trump, 2% Verteidigungskosten auszugeben, die Frau von der Leyen und Frau Merkel sich jetzt offensichtlich positiv gegenüberstehen, ich höre hier 30, ich gehe mal noch 70. Euro. Ich sag mal, also uns wurde die auf Zahl. Auf jeden Fall deutlich mehr als die 2,5 Milliarden. Uns wurde die Zahl 20 Milliarden gesagt, selbst wenn man die 20. 70 Milliarden Euro. Ich sag mal, selbst wenn man mit der kleineren Zahl rangeht, die wir bekommen haben, 20 Milliarden, dann sage ich, also bevor ich jetzt 20 Milliarden Aufrüstung betreibe, dass die Bundeswehr besser ausgestattet werden muss, das haben wir alle mitbekommen, aber dass ich jetzt mit 20 Milliarden aufrüste, anstatt 3,5 Milliarden in die Bildung zu investieren, das passt für mich nicht. Ich sage lieber das Geld in die Bildung, anstatt in die Aufrüstung. Frauen, Kinder, Familie zu den Senioren. Da wird ja, glaube ich, eine große Herausforderung tatsächlich darin bestehen, dass man Versorgungsstrukturen hat, die es zum Beispiel im ländlichen Raum erlauben, auch alt zu werden. Wir haben ja mehrfach schon Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt genannt, gerade so dünn besiedelte Flächenländer. Was kann da Politik, was muss Politik auch tun? Ja, einen Punkt habe ich vorhin schon angesprochen. Also mir war wichtig, gerade die Familienleistung nicht nur auf Familien auszurichten, die Kinder haben, das steht immer so im Fokus, sondern auch jetzt mitzudenken, was ist eigentlich in der Familiensituation, wo ich vielleicht keine kleinen Kinder mehr habe, aber pflegebedürftige Angehörige. Und das, was ich vorhin geschildert habe, dass man auch berufstätig sein kann, sich aber die Arbeitszeit reduziert, um zum Beispiel pflegebedürftige Angehörige zu unterstützen, das mit einem Familiengeld, das soll eben genau auch für diese Situation gelten. Und was ich auch wichtig finde, dieses Modell haben wir auch entwickelt, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommt, ist ja heute möglich, wenigstens ein Jahr Auszeit zu nehmen und jetzt halt Elterngeld zu bekommen. Und wenn mein Vater pflegebedürftig wird, dann habe ich gar keine Möglichkeit der bezahlten Auszeit. Wir haben 10 Tage eingeführt, Pflegeunterstützungsgeld, das war schon mal ein großer Fortschritt, dass ich überhaupt, als Beispiel, der Vater hat einen Schlaganfall, kommt ins Krankenhaus, wird nach einigen Tagen entlassen, hat aber auf einmal Pflegebedarf. Dann stehe ich ja da. Der wohnt noch nicht mal bei mir. Ich muss mich fragen, kann er in seiner Wohnung bleiben? Braucht er noch einen Pflegedienst? Geht die Kurzzeitpflege? Muss ich sogar über Pflegeheim nachdenken? Hol ich ihn zu mir? Was wird mit meinem Job? Die Fragen stehen ja und noch viel, viel mehr. Und die Frage, wer bezahlt das alles? Wie geht es mit dem Geld? Und dann haben wir gesagt, ähnlich wie wenn mein Kind krank wird, ist es zukünftig möglich, in so einem Akutfall 10 Tage Auszeit zu nehmen und in dieser Zeit bekomme ich auch eine Lohnfortzahlung. Das war Schritt 1. Und da muss ich jetzt meines Erachtens auch so eine Familienzeit andocken. Wir würden mit 3 Monaten rangehen, dass man auch das auf 3 Monate streckt und sagt, jetzt kann sich erstmal einer 3 Monate eine Auszeit nehmen für diesen Fall und bekommt in der Zeit auch Lohnfortzahlung. Und bei uns ist es wichtig, dass man wegen solchen Situationen auch nicht ganz aus dem Beruf aussteigt, weil es dann auch wieder schwierig ist wegen Einkommen und Rente. Das ist so der Fall für die Pflege. Wir haben jetzt, das fand ich gut, in dieser Legislatur zusammen den Pflegebereich weiter ausgebaut. Ich halte viel von der Kurzzeitpflege zum Beispiel und der Tagespflege. Also viele Menschen wünschen sich ja trotz Pflegebedarf in einer vier Wänden zu bleiben. Das funktioniert vielleicht nicht den ganzen Tag.
Und deswegen gibt es jetzt sowas wie eine Tagespflege, da können eben viele Menschen am Tag hin. Das ist auch gut, weil man unter anderen Menschen ist und nicht einsam und können dann eben wieder zurückkommen. Also das sind so Möglichkeiten, das ist so der Bereich Pflege. Was wichtig ist, ist, finde ich, dass wir den Pflegeberuf attraktiver machen. Und dann ist mir aber wichtig, dass wir die älteren Menschen nicht nur unter Pflege und Rente sozusagen sehen, sondern heute ist es ja so, dass auch viele noch im Rentenalter sehr fit sind und ich finde, super Lebenserfahrung haben und diese Erfahrungen werden auch gebraucht. Deswegen müssen wir auch mehr auch darüber sprechen, ehrenamtliches Engagement, auch gerade von Senioren und Senioren ist heute nicht mehr wegzudenken, wie können wir die Strukturen aufrechterhalten. Wir in MV diskutieren das ganze Thema Bürgerbusse. Also da gibt es, glaube ich, ein ziemlich großes Feld, was man miteinander bereden muss. Ziel muss sein, dass wir wirklich diesen Anspruch, dass man gleichwertige Lebensverhältnisse hat, im ganzen Land nicht aus dem Auge verliert. Wir wissen, dass es nicht immer überall so ist, aber deswegen kann ich das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Und für uns ist ganz entscheidend, glaube ich, für beide Bundesländer, dass wir zusehen, dass eben gerade im ländlichen Raum die auch medizinische, pflegerische Versorgung, aber auch das Angebot für Mitmachen nicht so ausgedünnt wird, dass das Leben dann nicht mehr lebenswert ist. Und da liegt auch so für mich der Fokus auch als Ministerpräsidentin. Ich will mal den großen Strauß deines ehemaligen Ministeriums noch erweitern, weil jetzt ganz viele Themen kamen. Hier war, glaube ich, auch ziemlich wichtig, diese ganzen Projekte Demokratie leben beispielsweise. Also, dass junge Menschen nicht Rattenfängern auch von rechts oder religiösen Fanatikern hinterherlaufen. Die Programme sind ja die eine Seite. Aber was können wir alle eigentlich tun, damit junge Menschen nicht in die Finger von solchen Rattenfängern gelangen? Meine Erfahrung ist eigentlich sehr, sehr häufig, ist auch verständlich, zum Beispiel in so einer Familie oder auch in der Schule, man kann da nicht mit umgehen, man bemerkt es auch erst überhaupt nicht und dann ist es manchmal ein Stückchen weit, ich will nicht sagen zu spät, aber es kostet sehr viel Mühe und Energie, Leute auch ein Stückchen weit zurückzuholen. Auf jeden Fall, aber deswegen brauchen wir gerade diese Angebote. Also wir haben ja Angebote, wir hatten mit Rechtsextremismus angefangen, Aussteigerprojekte, dass wir eben, also ich glaube, an die jungen Leute muss immer die Botschaft gehen, möglichst von der Familie, aber auch von dem sozialen Umfeld, dort, wo sie vielleicht ein Leben machen, dort, wo die Familie ist, dort, wo sie Kontaktpersonen haben, dazu, egal wie, in welche Situation du dich da reingeraten hast, wir sind bereit, dich da rauszuholen. Ich glaube, diese Brücke muss immer da sein. Und da gibt es eben die Aussteigerprojekte für Jugendliche, die in die rechte Szene gerutscht sind. Das haben wir jetzt auch eingeführt für Jugendliche, die sich Islamismus und Salafismus angeschlossen haben. Das ist genauso ein wichtiges Thema. Und ich fand ganz interessant, ich habe mich dort mal mit den Sozialpädagogen unterhalten, die in diesen Projekten arbeiten. Und die haben mir berichtet, das ist eigentlich beim Thema, man fragt sich ja so, wieso schließt sich ein 14-jähriges Mädchen dem IS an? Wie kann das gehen? Ja, also das glaube ich. Da steht man erstmal davor. Ich habe mich mit denen unterhalten, die eben so eine Aussteigerprojekte anbieten, die sagen, das Muster ist oft ähnlich. Das Muster ist oft, dass das junge Leute sind, die sich irgendwie abgehangen fühlen, die vielleicht selber nicht den Halt haben in der Familie, die vielleicht immer auch ein Loser in der Schule waren. Ist es nicht immer nur? Es gibt auch die anderen Beispiele, die ein gutes Umfeld haben, wo sich alle erschrecken, wie konnte es passieren, aber es ist eben oft ziemlich oft so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit solchen Projekten von Jugendarbeit, von Sozialarbeit dort sind, wo diese Jugendlichen sind mit ihren Problemen und sagen, hör mal zu, du bist nicht hier alleine und du musst dich solchen Leuten nicht anschließen. Wenn die Rechtsextremisten dann auch die Sanderfristen die einzigen sind, die vermeintlich diesen Jugendlichen irgendwie einen Halt geben, ja, du gehörst zu uns und hier bist du wer, dann ist es richtig gefährlich. Und da setzen wir mit diesen Projekten an. Und was ich ganz interessant finde, ist, und das muss ich mal sagen, Robert, hast du als politischer Sprecher der SPD-Fraktion wirklich einen großen Anteil. Das wurde früher immer belächelt, naja, was sollen so ein paar Jugendarbeiter da schon ausrichten, das sind halt Jugendliche, die sind verloren. So war es ganz schwer, diesen präventiven Gedanken wirklich Gewicht zu verleihen. Und jetzt, auch mit dem zunehmenden Unsicherheitsgefühl, haben wir es geschafft, und das hast du ja immer sozusagen auch stark gemacht. Die Sicherheit im Land, die hat zwei Medaillen. Die eine Seite ist,
klare Gesetze. Der Rechtsstaat darf sich nicht unter Nase rumtanzen lassen und die müssen auch durchgezogen werden. Dazu braucht man eine gut ausgestattete Polizei. Da haben wir jetzt ja auch viel gemacht. Aber auf der anderen Seite, wir müssen alles dafür tun, dass Jugendliche sich erst gar nicht radikalisieren. Und deswegen ist die Kinder- und Jugendarbeit, deswegen sind solche Projekte ganz wichtig. Und ich glaube, dass jeder und jeder einen Beitrag leisten kann, indem wir alle auch dort, wo wir sind, in der Familie, am Arbeitsplatz, im ehrenamtlichen Engagement, in der Nachbarschaft, auch mit hinschauen. Und ich finde, dass das Ziel, das Lebensgefühl mit gestalten und vermitteln, dass man aufeinander zugeht, dass man zusammenhält in einer Gesellschaft. Deshalb sehe ich die Parolen von Rechtspopulisten, auch von der AfD, sehr kritisch, weil die nehmen nämlich nicht, die sagen immer, wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst. Aber sie nehmen sie eigentlich nur auf, schüren sie. Und ich glaube ganz fest, dass wenn man weiter Hass und Hetze schürt in diesem Land, dass das schlechter wird fürs Land. Ich, dass meine Kinder groß werden in einem Land, wo es gilt, und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln, dass man jeder und jedem gegenüber Respekt vermitteln muss und dass man auch zusammenhält. Wenn man in der Grundschule anfängt, dass die Kinder sich gegenseitig mobben, dann müssen wir uns Erwachsenen fragen, was da schiefläuft. Dann müssen wir uns hinterfragen, ob wir wirklich gut genug Vorbild sind und müssen unseren Kindern beibringen, dass es nicht darum geht, den anderen wegzuschieben, sondern dass es darum geht, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist und nur nicht jeden super toll findet, dass man irgendwie zusammenfinden muss. Und dieser Grundgedanke des Zusammenhalts in der Gesellschaft, ich glaube, den kann jeder leben und da kann jeder auch ein Stück beitragen. Und diese Initiativen, die gehen dann eben dorthin, wo das nicht gelungen ist, wo es im Argen liegt. Und deswegen müssen wir diese Initiativen unterstützen, finanziell, aber auch mit politischem Rückhalt. Du hast den Zusammenhalt in der Gesellschaft angesprochen. Hast du da das Gefühl, und das gilt ja auch nicht nur für Deutschland übrigens, Trump und Brexit und Marine Le Pen und uns alle heißen, dass da irgendwie richtig was ins Rutschen geraten ist, so in den letzten 2 Jahren? Also die Welt ist aus den Fugen geraten. Das empfinde ich so, wie wahrscheinlich irgendwie jeder im Raum. Da hat sich unheimlich viel geändert. Und mir ist nochmal viel bewusster geworden in den letzten Jahren. Aber ich meine, als wir zusammen in die Koalition gegangen sind, haben wir über vieles nachgedacht. Ich kriege das mit dem Mindestlohn mehr lassen. Aber wir haben, glaube ich, nicht mit dieser außenpolitischen Entwicklung so gerechnet. Und ich muss sagen, ich war immer stolz darauf, dass Frank-Walter Steinmeier, unser Außenminister, war, der hat viele schwierige Situationen gut hinbekommen. Ich würde sagen, ohne ihn wäre die Welt noch schwieriger. Und ich finde, dass unser Sigmar Gabriel es sehr gut macht und zeigt, dass Diplomatie und klare Kante sich nicht ausschließen muss. Und da, glaube ich, kommt es darauf an, dass man gute Leute hat. Aber mir hat es auch Folgendes gezeigt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als mein Sohn vor 10 Jahren geboren wurde, da habe ich so gedacht, ja, grundsätzlich ist die Entwicklung im Land und eigentlich so positiv. Ich meine, ich habe auch die Wendezeiten erlebt. Ich weiß, dass wir große Schwierigkeiten hatten, Arbeitslosigkeit. Ich habe es von meinem Vater erlebt. Das werde ich auch nicht vergessen. Wir haben die Abwanderung von jungen Leuten gehabt. Wir haben viele große Baustellen gehabt. Nicht alles ist gelöst. Aber ich finde das wirklich, also ich bin immer stolz darauf, was wirklich die Ostdeutschen auch geschafft haben in diesen Wendezeiten und mit den großen Herausforderungen. Und irgendwie habe ich immer gedacht, es geht grundsätzlich positiv weiter. Als meine Tochter geboren wurde, in 2016 habe ich das erste Mal überlegt, diese kleinen Mädchen und Jungs von heute, die haben eine tolle Lebenserwartung von 100 Jahren, kannst du denen garantieren, dass alles gut bleibt? Und alleine, dass ich darüber nachgedacht habe, hat mir gezeigt, dass vieles, womit ich jedenfalls selbstverständlich aufgewachsen bin, mit Frieden, mit einem sicheren Leben, ja, bei allen Schwierigkeiten, dass das nicht selbstverständlich ist, und umso mehr, finde ich, ist es unsere Pflicht, auch die Pflicht meiner Generation, dass wir für unsere Großeltern kämpfen, auch die Eltern, dass wir alles dafür beitragen, dass es eben friedlich bleibt. Und deswegen glaube ich, ist es auch richtig, auf Europa zu setzen, bei allem, was da nicht gut läuft. Ich ärgere mich auch über vieles, aber zu sagen, die Staaten müssen zusammenhalten, weil Friedenssicherung das A und O ist, das finde ich total richtig. Und die Leute sehen jetzt auch,
auch, wenn man nicht zur Wahl geht oder einfach nur wollen Populisten hinterherrennen, dann wacht man mit Trump, mit Brexit auf. Also deswegen ist auch die Bundestagswahl am 24.09. schon wichtig. Ich würde mir wirklich wünschen, dass viele zur Wahl gehen und auch ein starkes Zeichen für die demokratischen Parteien setzen. Natürlich werbe ich für sozialdemokratische, so wie logisch, aber das Wichtigste ist, wählen gehen, demokratisch wählen und auch selber mithelfen vor Ort. Und das machen viele im ehrenamtlichen Bereich, dass die Gesellschaft, das Land zusammenbleibt. Das Wichtigste ist wirklich das friedliche Zusammenleben. Und das geht nur mit Gemeinschaft, das geht nicht gegeneinander. Wer ja sehr real auf dich wartet in Mecklenburg-Vorpommern im Landtag, ist ja die AfD mit über 20%. So irgendwie in Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, ob die wirklich auf mich warten, aber sie werden mich bekommen. Wie erlebst du denn die AfD? Also die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat im Grunde die NPD geschluckt. Und ich trenne sehr zwischen denen, die AfD gewählt haben und den AfD-Funktionären. Wenn 20% bei der letzten Landtagswahl AfD wählen, dann muss die Politik dieses Zeichen ernst nehmen. Das war auch das Zeichen von Menschen, die eben nicht rechtspopulistisch oder rechtsextremistisch sind, aber sich gesagt haben oder sagen wollten, wenn ich die wähle, dann zeige ich ihnen damit, dass ich auch mit vielen unzufrieden bin. Und das ist auch angekommen. Das finde ich ist auch wichtig, dass man das ernst nimmt. Und mein Angebot da ist, und das habe ich auch gemacht, dass man wirklich immer mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch ist und auch in Regionen geht, die eben nicht, so, wo nicht alles auf Rosen gebettet ist. Und da hört man viel Frust und erlebt, wenn man darüber auch offen redet, dass auch die Menschen sich dann auch ernst genommen fühlen. Und ich glaube, für uns auch ganz wichtig, ist auch unsere Erfahrung aus MV, da in der ländlichen Region müssen wir eben aufpassen, dass es nicht Regionen gibt, wo die Leute das Gefühl haben, naja, also uns hat hier irgendwie gar keiner mehr im Blick. Aber ich sage ganz klar, die AfD hat ja jetzt in den letzten Monaten gezeigt und bei uns im Landtag ganz deutlich, dass sie eben nicht gewillt ist, etwas zu gestalten. Ich will mal drei Beispiele nennen. Die AfD, die demokratischen Parteien haben gesagt, gut, die AfD ist hier gewählt, spricht ihnen auch einen Vizepräsidenten des Landtags zu, also jemand, der den Landtag und damit ja auch die Bevölkerung repräsentiert. Und sie kam wirklich mit jemandem in die Ecke, der gesagt hat, der Kniefall von Willy Brandt ist ein Fehler. Und da muss ich mal sagen, also wer Warschau, der Kniefall. Genau. Ich glaube, dass wir hier heute nicht zusammen sitzen würden, wenn es den nicht gegeben hätte. Ich glaube, die Friedenspolitik, die Entspannungspolitik, die wir uns heute ja auch wieder wünschen, dass das irgendwie wieder alles ins richtige Lot kommt, die war total richtig. Und die AfD hat bei uns im Landtag gesagt, dass der Klimawandel, dass das sozusagen nicht stimmt, dass das alles übertrieben ist, also hat sich sozusagen Donald Trump angeschlossen. Also man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, was muss man jetzt für das gute Klima, also gegen den Klimawandel tun, aber dass es den Klimawandel gibt, dass wir dafür Sorge tragen müssen, die Umwelt und die Natur, das, was wir selber geschenkt gekriegt haben, für unsere Generation, die nach uns kommt, schützen müssen. Das, glaube ich, kann ja eigentlich gar keiner in Frage stellen. Und das Dritte, die AfD tut ja immer super bürgernah und macht uns Politikern hervor, der anderen Parteien, wir werden sehr abgehoben. Aber die AfD hat doch tatsächlich im Landtag mit dem Vorpommern Gelder für Wahlkreisbüros kassiert, ohne überhaupt Büro zu eröffnen. Das fand ich ehrlich gesagt auch eine ziemlich unglaubwürdige Nummer. Und insofern, und was mich am meisten stört, ist, die AfD auch vor Ort lässt eben ihre Leute im Bund laufen. Und dass es da einen Höcke gibt, der das Denkmal in Berlin für die Ermordeten in Nazi-Deutschland, ein Denkmal der Schande nennt, das finde ich einfach ein absolutes No-Go und zeigt, wo diese Partei steht, wo sie hin will. Und da können dann ein paar Mitglieder, die vielleicht smarter und freundlicher rüberkommen, nicht drüber hinwegtäuschen. Ich finde, es gibt bestimmte Sachen, die nicht gehen und die eben zeigen, wo diese Partei steht. Und deshalb werde ich auch mit denen Funktionären, das habe ich bisher getan, klar auseinandersetzen, sage aber ganz klar, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die die gewählt haben, vor allem, um auch ihren Protest zu zeigen, mit denen müssen wir weiter im Gespräch bleiben. So, wie Manuela Schlesing hat zu mir gesagt, mach nicht zu lange hier, damit das Publikum fragen kann. Ich stelle jetzt die letzte Frage, Sie können sich schon mal Ihre Fragen überlegen. Kurz und knapp. Gibt es so ein politisches Herz, von dem Manuela Schlesig sagt,
Das möchte ich auf jeden Fall noch durchsetzen. Egal in welcher Funktion. Also es gibt viele. Jetzt hast du ja nach allen gefragt. Also ich glaube, es ist noch ganz viel offen. Am meisten bewegt mich wirklich die Kinderarmut. Deswegen bin ich wirklich auch stolz darauf, dass wir das zusammen durchgezogen haben, jetzt dass dieser Unterhaltsvorschuss kommt, weil er so eine ganz praktische Hilfe ist für viele Kinder, deren Eltern in Armut leben. Was wirklich, finde ich, noch so ein Vorhaben wäre, was ich gerne sehen würde, aber jetzt werdet ihr ja für den Deutschen Bundestag gewählt. Ich finde, die Kinderrechte sollten auch im Grundgesetz verankert werden. Dass wir ein Grundgesetz haben, eine Verfassung, ohne Kinderrechte. Ja, da arbeiten wir dran, liegt aber auch von Ihnen ab. Ne? Muss man sagen. So, wer hat die erste Frage? Ja, da hinten. Ich gehe wie immer mit dem Mikrofon nach unten. Wenn Sie ganz kurz Ihren Namen sagen würden, möglichst kurz fassen, damit auch möglichst viele dran kommen. Wer hat sich gemeldet? Sie waren das? Oh, sorry. Ja, hallo, ich komme von der Fachberatungsstelle gegen Menschenhandel und Zwangsverheirat in Sachsen-Anhalt und ich würde gerne von Ihnen wissen, Frau Spiel, wie Sie die Situation von Betroffenen von Menschenhandel in Deutschland einschätzen oder ob Sie Verbesserungsbedarf sehen und wenn ja, welchen? Ich sage erstmal, wollen wir so machen? Ja, machen wir mehr als ich? Ja, genau. Machen wir insgesamt drei Fragen. Frau Schlesig, erstmal Glückwunsch zu Ihrer Ernennung zur Ministerpräsidentin. Aus meinem Demokratieverständnis hätte ich mir Neuwahlen in Mecklenburg-Vorpommern gewünscht, aber es ist SPD-Strategie, so zu verfahren. Welche Politik wollen Sie anders als Erwin Sellering machen? Hat nicht Mecklenburg-Vorpommern den Westinput schon bereut mit Erwin Sellering und ist das chinesisch-russische Konjunkturprogramm Ihrer Rettungsangaben ende? So, das war zwei und jetzt kommt drei. Ja, Herr Busmann, auch herzlichen Glückwunsch. Ihr Kanzlerkandidat, Herr Schulz, hat sich auf die Fahne geschrieben, für einige soziale Gründe Politik zu kämpfen. Auf dem ehemaligen Aufgabengebiet, ein Beispiel, dass ich für unsozial Gründe Kinderfrage gemacht, für besser gehende, die Kinder stärker finanziell unterstützte, für Leute, die überdurchschnittlich verdienen, Kindergeld für Normalverdiener und keine Leistung für Hartz IV. Das wird jetzt mit der ändern. So, vielen Dank. Drei Fragen. Ich habe es mir halt gemerkt. Ja. Genau. Ich fange mal an bei der Frage nach Menschenhandel und Zwangsposition. Also ich schätze das so für Deutschland ein, wobei wir ja gerade keine, ich sag mal, die Dunkelziffer ist ja höher als die Statistik. Statistisch reden wir ja nur, wer sich auch meldet oder wie man helfen kann. Und ich schätze es so ein, dass erstmal jeder einzelne Fall einer zu viel ist. Gerade mit dem Thema Zwangsprostitution habe ich mich sehr beschäftigt, auch im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz. Und ich bin da zum Beispiel immer ein Verfechter davon, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen in der Praxis, dass man auch die Freier, die Situation von Zwangsprostituierten ausnutzen, auch bestrafen muss. Und viel wichtiger finde ich aber, dass es hier Aussteigerprojekte gibt. Wir haben zum Beispiel im Rahmen des Asylrechts auch darum gekämpft, dass Zwangsprostituierte da auch eine bessere Situation bekommen. Also ich finde schon, es ist sehr schlimm, dass es offensichtlich Frauen gibt, gerade aus anderen Ländern, die nach Deutschland gebracht worden sind, um hier auf brutalste Art und Weise auszubeuten. Aber ich gebe das mal zurück. Mich würde mehr interessieren, dass, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie in dem Bereich aktiv sind oder arbeiten, Sie haben ja danach gefragt, ob Sie etwas haben, wo Sie sagen, das ist eigentlich eine Sache, da finden Sie, das müssten wir mehr im Blick haben oder verändern oder auf den Weg bringen. Dazu ist ja die Veranstaltung heute auch da, dass wir vielleicht da auch das eine oder andere aufnehmen können. Die zweite Sache ist, genau, also Erwin Sellering ist ein ganz anerkannter und beliebter Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern und hat sich wie kaum ein anderer Ministerpräsident gerade für Ostdeutsche Interessen stark gemacht. Also ich kann sagen, diesen Rentenfahrplan, wo man sagen kann, das müsste schneller gehen, aber dass wir den überhaupt haben zur Angleichung, das haben wir auch ihm mit zu verdanken, weil wir haben das auf Bundesebene sozusagen stark gemacht, aber wir brauchten auch die Ministerpräsidenten. Oder lange war auch Thema, dass Mindestlohn in Ost und West unterschiedlich eingeführt worden werden sollte. Die CDU wollte das immer mit der Begründung, naja,
die Löhne im Westen sind hier höher als im Osten, aber bei unser Argument, naja, aber jetzt können wir ja nicht Mindestlohn einführen und da auch noch Unterschiede machen. Also auch da hat er sich stark gemacht. Er hat ja gerade zu denen gehört, die sich für ostdeutsche Interessen stark gemacht haben. Das haben auch die Bürgerinnen und Bürger halt einfach mitbekommen. Und der Schock über seine schwere Erkrankung, der war nicht nur mir in die Glieder gefahren und hat nicht nur mich angefasst, sondern viele Menschen. Also es gab ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die mich in den letzten Tagen angesprochen haben und die gesagt haben, wir finden es schön, dass unser MP so krank ist, aber wir finden es eben auch wichtig, dass es jetzt eine geordnete Nachfolge gibt. Insofern ist Erwin Sellering hoch anerkannter Ministerpräsident, der nicht oben Westen kommt, sondern der kein anderer über die ganze Amtszeit die Interessen der Menschen in MV vor allem, aber damit eben auch auf ostdeutsche Interessen vertreten hat und der, glaube ich, bis zu seinem letzten Schritt gezeigt hat, dass ihm das Land am Herzen liegt und das Land wichtig ist. Und deswegen würde ich mich ein bisschen gerne gegen diese despektierliche Frage wehren wollen. Wir haben ja 2016 zusammen mit der CDU den Koalitionsvertrag verhandelt und haben vor allem da drei Schwerpunkte gesetzt. Das eine ist, weiter die Wirtschaft zu stärken. Uns geht es im Land genau wie auch in vielen anderen Ländern darum, dass wir Arbeit haben, aber eben gute Arbeit. Wir wollen weg von dem Billiglohn-Image hin zu guten Löhnen, Tariflöhnen. Der zweite Punkt ist, dass wir vor allem Familien unterstützen wollen. Ich habe das vorhin gesagt, zum Thema Kita-Gebühren. Da wollen wir nicht nur fordern, sondern auch selber weitere Entlastungsschritte gehen. Zum Beispiel werden die Kita-Gebühren zum 01.01.2018 weiter abgesenkt. Und der dritte Punkt ist für uns aber auch, solide Finanzen zu haben. Wir haben gerade die Bund-Länder-Finanzbeziehungen verhandelt. Und an diesen Dreiklang werde ich festhalten, werde aber natürlich mit meiner Person und meinen Erfahrungen auch neue Akzente setzen. Das versteht sich von selbst, also man muss sagen, dass das gut auf dem Weg ist, auch weiter fortsetzen will, aber auch neue Akzente setzt. Und und das werde ich auch deutlich machen, wenn ich dann im Amt bin. Ich bin ja noch nicht gewählt, ich werde die Wahl so am 4. Juli stattfinden. Und so lange würde ich mich dann auch noch gerne ein bisschen zurückhalten wollen, weil man auch erst im Amt sein muss, ehe man sozusagen schon 100% agieren kann. Das dritte Thema war Kinderfreibetrag. Das stimmt. Die Familienleistungen an der Stelle sind irgendwie, müssen vom Kopf auf die Füße gestellt werden, weil das wirklich die Situation ist, dass die, die sehr gut verdienen, über Steuern besser von den Kindern profitieren, als die Kindergeld kriegen. Und bei Hartz IV wird das Kindergeld gegengerechnet, wobei ich da auch immer sagen will, dafür gibt es aber die Freibeträge für Kinder. Das ist nicht viel, aber wir müssen auch aufpassen, dass die Leute, die arbeiten gehen, nicht weniger haben. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das ist jedenfalls, da gibt es eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, dass die das Gefühl hat, natürlich anstrenger. Dann habe ich unterm Strich nicht viel mehr, als wenn ich eben gar nicht arbeiten gehe. Wir als SPD haben dafür einen Vorschlag gemacht. Wir haben den Vorschlag gemacht, das sogenannte gestaffelte Kindergeld ist. Was ist das? Es ist jetzt schon die Möglichkeit, dass wenn man Kindergeld bekommt, aber einen niedrigen Lohn hat und der Mindestlohn zum Beispiel reicht nicht, um alleine mit Kindern da zu kommen, dann legen wir auf das bisherige Kindergeld nochmal den Kinderzuschlag drauf. Das waren bisher 140 Euro, die auf das Kindergeld draufkommen. Damit Eltern, die arbeiten gehen, ein kleines plus Kindergeld plus Kinderzuschlag aus den Sozialleistungen rauskommen. Und das ist ein wichtiger Beitrag zur Kinderarmut. 440 Euro haben nicht mehr gereicht. Und wir haben durchgesetzt, dass wir das auf 170 Euro in diesem Jahr angehoben haben. So dass wir damit schon mal viele Kinder aus der Kinderarmut rausgeholt haben. Und dieses Modell würde ich gerne zu einem gestaffelten Kindergeld machen, weil ich es ungünstig finde, dass Eltern das eine beantragen müssen und das andere, und wir es dann immer entnehmen, alle wissen das, man muss Formulare machen und es kommt nicht überall an, wo es gebraucht wird. Und ich finde, es könnte ganz einfach zusammengelegt werden, sodass es eben so ist, dass eigentlich alle das gleiche Kindergeld kriegen, aber die arbeiten gehen und wo der Lohn nicht ausreicht, und man trotzdem mit Hartz IV rutscht, die müssen mehr kriegen, dass man da rauskommt. Das ist eigentlich immer so mein Credo gewesen. Wer sich anstrengt, wer arbeiten geht, muss letztendlich mehr haben, als wenn er nicht arbeiten geht.
So, jetzt kommt er. Wir haben uns ja heute schon kennengelernt. Ich habe mal eine Frage: Ist eigentlich der Anteil der guten Besserverdienenden so erheblich mit Kindern gegenüber denen, die weniger verdienen? Solche Gedanken höre ich auch immer wieder, wenn es um die Versicherung geht, Kassenversicherte. Ich sehe zum Beispiel gerade das Problem, dass wir ja keine Bürgerversicherung bekommen werden, dass zum Beispiel Leute, die jetzt Polizei waren oder sonst was, die von einem Fonds privatversichert sind, einen großen Teil ihrer Renten zum Beispiel dafür einsetzen müssen. Also ich hatte zwei Fragen, die ich gerne mal für Ihnen beantworten kann. So, wer hat die nächste? Darf ich da nochmal nachfragen? Sorry, ich hab's nicht richtig verstanden, die Frage. Ich glaube, da ging es ein bisschen um die Frage Bürgerversicherung und die Frage zum Beispiel ein Polizeibeamter, der beihilfeberechtigt ist. Die erste Frage war, gibt es prozentual wirklich so viel besser verdienen, die Kindergeld, Kinderunterstützung, keine Anspruch nehmen können, im Verhältnis zu denen, die nach ihrer Einschätzung wenig verdienen und durch die Kinder eigentlich benachteiligt werden? Das sind so Schere, die dann mal diskutiert wird. Und ich denke auch nur, dass manchmal es da Leid mit dahinter steckt. Also verkürzt gesagt, glaube ich, Kinder sind nie ein Armutsrisiko. Ja, gut. Ist das so viel? Ja, Schieter Degger, Landesarbeitsgemeinschaft der Besorgungsverein Sachsen-Anhalt. Ich habe eine Frage zum Thema, Sie hatten vorhin gesagt, diese Unterstützung der Familie, wenn ältere Menschen pflegebedürftig werden und die Familien sich darum kümmern müssen. Das Grundproblem ist ja eigentlich immer noch das, dass die generelle Vertretungsbefugnis zwischen den Angehörigen immer noch nicht gesetzlich geregelt ist. Es bedarf bis jetzt immer noch einer Vorsorgevollmacht ohne Mandatierung gerichtlich bestellten Betreuer. Das Angehörigenvertretungsrecht, die Möglichkeit, die nun geschaffen werden soll, wurde ja im Bundestag zumindest positiv besprochen, aber die Länder sperren sich in der Sache gerade noch. Da wäre es jetzt interessant, wie Sie als Ministerpräsident die zukünftige eventuell sich in der Situation positionieren würden. Gut, vielen Dank. Das war die Frage Vertretung beim Betreuungsheim. Dann machen wir das frei. Jetzt habe ich hier, dann machen wir die beiden noch. Hallo, ich bin Mitarbeiterin in der Beratungsstelle mit der Wiener Beratung und das Bild für Frauen und Transparenz in der Prostitution. Wir haben ein Anliegen bzw. ein wünschendes Statement von Ihnen zum Prostituiertenschutzgesetz im Hinblick auf die Rede, die Sie im letzten Oktober auch gehalten haben vom Bundesrat. Da haben Sie davon gesprochen, dass Sie von 44 angemeldeten Frauen wissen, dass Sie im Gleichen, vielleicht wird davon gesprochen, dass Sie sich wünschen, dass die Frauen, die nicht sichtbar werden, mit dem Gesetz sichtbar werden und dass Sie auch Kontakt zu Frauen aus dem Berufsfeld auch hatten. Und wir fragen Sie jetzt in diesem Verhältnis zu den verschiedenen Aussagen, wie stellen Sie sich vor, kann das Gesetz jetzt die Frauen, die wirklich nicht sichtbar sind, dann auf einmal sichtbar machen? Wenn man davon ausgeht, wie sollen die dort ankommen mit den Anmeldungen und Modalitäten, wie es wünschenswert wäre im Hinblick auf Zwangsprostitution. Genau. Und wir möchten Ihnen gerne geben, im Hinblick auf weitere Schritte, die da vielleicht noch kommen, den Berufszweig als solches einfach mit einzubeziehen. So Berufsverbände wie ESD, den Berufsverband der erotischen und sexuellen Dienstleistungen mit zu Wort kommen zu lassen, um die Intention der Betroffenen stärker im Fokus zu setzen. Vielen Dank, einfach weiter. Sie haben ja freundlicherweise gesagt, dass Sie gerne noch zum Thema Menschenhandel vielleicht ein, zwei Dinge mitnehmen wollen. Ich habe zwei ganz wichtige Anliegen. Zum einen wäre der Bereich Aufenthaltsrecht. Zurzeit haben wir Betroffene von Menschenhandel so lange einen Aufenthaltstitel, solange sie als Zeuge im Strafverfahren gebraucht werden, ja, dass wir dann nicht, wenn ihre Aussage im Nachhinein als nicht ausreichend beurteilt wird, nach Beendigung des Strafverfahrens werden die Frauen zurückgeschickt, ja, in genau die prekären Verhältnisse, die dafür gesorgt haben, dass sie Opfer von Menschenhandel geworden sind. Ja, also das ist was ich Ihnen gerne mitgeben würde, dass wir also wir als Fachberatungsstelle und auch andere Fachberatungsstellen fordern auch einen Aufenthaltsstatus für die Frauen, unabhängig von ihrer Eigenschaft als Zeugin. Dann geht es auch um die Unterbringung und überhaupt um die ganze Versorgung, die Gesundheitssicherung, medizinische Versorgung. Die Frauen sind ganz oft hochgradig traumatisiert.
Ja, entsprechend dieses Aufenthaltstitel haben sie nur begrenzt, Anspruch auf medizinische Versorgung. EU-Bürgerinnen haben Probleme, überhaupt Finanzierung für die Unterbringung im Frauenhaus zu bekommen. Also der ganze Bereich Alimentierung für Betroffene von Menschenhandel ist unseres Erachtens nicht ausreichend geklärt. Dann gibt es auch ein ganz großes Defizit hinsichtlich von betroffenen Männern, hinsichtlich der Unterbringung von betroffenen Männern von Menschenhandel. Das ist ja nicht nur zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, es geht um Arbeitsausbeutung, es geht um Zwang zur Bettelei, es geht um Organhandel und halt auch noch viele andere Sachen. Und es gibt in der ganzen Bundesrepublik noch keine speziellen Unterstützungsstrukturen für betroffene Minderjährige. Ja, die ja mittlerweile, also gibt es ja Kenntnisse darüber, dass der Großteil der Betroffenen von Menschenhandel also minderjährig ist. Das wären sozusagen die grundsätzlich wichtigsten. Dann fühle ich mal das Mikro ganz kurz bei sich, weil ich eine Nachfrage habe. Sie haben ja eben ein Feld angesprochen, was echt richtig heftig ist und wo es ziemlich brutal ist. Bei den Minderjährigen habe ich jetzt eine Nachfrage. Warum nach Ihrer praktischen Erfahrung würde da nicht greifen, dass Sie über Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel in ein Kinderheim oder eine Jugendeinrichtung kommen können? Es ist sehr schön, dass Sie die Frage stellen. Also wir haben das gleiche, die gleiche Problematik, den gleichen Hintergrund bei betroffenen Mädchen von Zwangsverheiratung. Ja, die Mädchen, auch die von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung betroffen sind, haben einfach ganz andere Bedarfe als Kinder, die sag ich jetzt mal, in einem normalen Kinder- und Jugendwohnprojekt in Deutschland untergebracht sind. Ja, da ist ganz oft sexueller Missbrauch, der Hintergrund, Gewalt in der Familie, dass Erwachsene nicht in der Lage sind, qualvoll für ihre Kinder zu sorgen. Ja? Aber die Bedarfe der betroffenen Mädchen sind einfach andere. Ja? Und wir können auch mit dem Hintergrund und mit der Ausbildung von vielen Mitarbeitern in diesen Projekten einfach auch nicht aufgefangen werden. Also das ist unsere Erfahrung und deswegen haben wir ganz oft erlebt, zum Beispiel auch bei den Betroffenen von Zwangsverheiratung, dass spezialisierte Wohnprojekte, ja, auch anonyme Wohnprojekte, wenn es um Gewerbung geht, die besten Unterstützungsstrukturen vorhalten und auch dafür sorgen, dass die Mädchen den Weg in ein selbstbestimmtes Leben finden. Ja. Okay, da hätte ich mal die Bitte, weil wir auch gerade, wir haben ja jetzt die sogenannte Kinder-Ehe verboten, also klargestellt, dass es keine Ehe geben darf mit Minderjährigen. Und in dem Zusammenhang arbeitet das Jugendministerium auch daran, dass man dann auch eine Antwort haben muss, wenn es vorkommt, was wir dann auch mit den minderjährigen Mädchen machen. Mädchen überwiegend, aber jetzt auch der Fall eines Jungen, aber bei Kinder-Ehen war es bisher nicht so das Thema. Und deswegen würde ich es ganz gut finden, wenn Sie nochmal diese Vorschläge, auch vielleicht zum Beispiel, wo schon ein solches Wohnprojekt gibt, was Sie verlangt haben, nochmal schreiben in einer E-Mail, also gerne an mich, aber auch an Burkhard Lischka. Und ich glaube, Burkhard, das nimmst du gerne mit und wir haben ja auch eine neue, gute Kinder- und Jugendministerin, Katharina Barley. Und ich weiß, dass gerade darüber nachgedacht wird, was können solche Angebote sein, wer müsste einspeisen, weil die Probleme sind eh nicht gelagert, nicht immer gleich. Und Sie war es jetzt noch richtig zu hören, grundsätzlich ist ja auch schon die Kinder- und Jugendhilfe in dem Bereich, wenn dann die zuständig sind, aber es fehlt an den spezifischen Angeboten. Das habe ich verstanden. Vielen Dank, so daran sehen Sie, für uns ist diese Rückkopplung auch wichtig, weil man logischerweise nicht mit jedem Detail vertraut ist. Das will ich sagen, zu dem Thema, da komme ich gleich. Das ist ein Thema Aufenthaltsstatus bei Zwangsprostituierten. Das war ein Thema, auch in der Koalition. Das haben vor allem Justiz und Innen gemacht. Ich frage mal, Burkhard, kannst du dazu den aktuellen Stand geben? Ich bin da gerade nicht ganz aktuell. Das war schon bei den Koalitionsverhandlungen ein Thema. Und da muss man sagen, da sind wir bei diesem Leiterrecht über den Prozess hinaus nicht weitergekommen. Muss man fairerweise sagen. Ja. Ja, marginal, sagen wir mal marginal, aber das, was Sie sich tatsächlich wünschen, dass Sie sagen, es gibt ein unabhängiges Bleiberecht bei Opfern von Zwangsprostitution und Menschenhandel, unabhängig jetzt von dem Abschluss des Strafverfahrens, das haben wir so nicht gelöst. Das muss man ganz klar sagen. So, dann war. Ich will noch was zum Prostituiertenschutzgesetz sagen, denn das passt, glaube ich, jedenfalls ein bisschen zu dem Komplex. Also, Thema Prostitution ist ja ganz schwierig. Erstens will darüber in der öffentlichen Debatte niemand was damit zu tun haben, obwohl wir offensichtlich ganz viele hingehen, sonst würde es ja dieses Gewerbe nicht geben.
Und damit alle irgendwie verstehen hier im Raum, von was wir beide jetzt reden, würde ich noch einmal kurz sagen wollen, im Grunde war es früher so, dass die Prostitution sittenwidrig war und damit im Grunde illegal. Und 2003 gab es dann ein Gesetz, wo man gesagt hat, man möchte Prostitution, die freiwillig ist, das ist der Unterschied zur Zwangsprostitution, das muss man jetzt mal klar abgrenzen, also wenn Frauen und Männer freiwillig Sexarbeit für Geld anbieten, dass man das legalisiert, um den Frauen, aber auch den Männern in diesem Gewerbe sozusagen die Möglichkeit zu geben, nicht irgendwo im illegalen Bereich zu sein, sondern sich auch anzumelden, sich auch Karten zu versichern und Beratungsangebote zu haben, etc., Gesundheitsberatung etc. Da muss man ehrlich sagen, ist, glaube ich, der richtige Schritt, dass man nicht was kriminalisiert, was trotzdem weiter stattfinden wird und dann vielleicht unter Bedingungen, die viel schlimmer sind und diese Frauen und Männer haben keinen Zugang zu Beratung und Hilfe. Das finde ich vom Grundsatz her richtig, aber es kann ja nicht alles richtig gelaufen sein, wenn in Wahrheit in Deutschland, das habe ich gemeint, sich nur 44 Prostituierte bundesweit offiziell angemeldet haben und gleichzeitig die Realität so aussieht, dass viele Frauen, auch Männer, aber bei Frauen ist es ein Thema, ich glaube, das Problem bei Männern in der Prostitution ist, dass da ganz wenig bekannt ist, unter ausgebeutet werden, unter Bedingungen arbeiten, die Menschen unwürdig sind, für 20 Euro die ganze Nacht verkauft werden, also wenn da pure Ausbeutung herrscht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wir müssen was tun für den Schutz von Prostituierten. Und das war ein ganz schwieriges Gesetz, weil zu diesem Thema, wie gesagt, eigentlich sagen die meisten, damit habe ich nichts zu tun. Und die sich darum kümmern, haben ganz unterschiedliche Meinungen. Ich selber habe mich dann, es gibt auch Verbände, die Verbände wurden alle beim Gesetz beteiligt und angehört. Deshalb ist das, was man gesagt wird, dass ein bestimmter Verband nicht beteiligt worden ist, nicht richtig. Aber nicht die Verbände vertreten nicht alle Prostituierten. Ich habe ja auch Mails bekommen und einer hat mir zum Beispiel geschrieben, ich fühle mich nicht vertreten, weil ich sozusagen in einer Situation bin, die eben nicht so toll ist, wie das immer beschrieben wird. Es wird ja immer ausgewertet vom Bild der selbstbestimmten Frau, die dieses Geschäft für sich wirklich in der Hand hat. Die gibt es, diese Prostituierten. Ich habe mich mit Prostituierten getroffen, die in ganz unterschiedlichen Situationen waren. Habe mich mit denen natürlich sozusagen ohne Öffentlichkeit getroffen, sonst hätten die auch nicht mit mir klar geredet. Da waren Prostituierte bei, die mir ganz klar berichtet haben, sie haben eine gute Arbeitgeberin, sie haben klare Arbeitsbedingungen, gute Bezahlbedingungen und können selber bestimmen, was geht und was nicht geht. Aber ich habe auch mit welchen gesprochen, die dazu gedrängt worden sind, die über diese sogenannte Methode, dass ein Freund sie irgendwie anlockt und dann sozusagen eben nicht Zwangsprostitution ist, aber schon in die Richtung Prostitution drängt, unter ganz schwierigen Bedingungen, auch mit denen habe ich geredet. Und dann hat mir gesagt, Frau Schlesig, mein Problem war, ich war ja nirgendwo sichtbar. Mein angeblicher Freund, der bereits der Zuhälter war, hat alles geregelt und ich musste nach seiner Pfeife tanzen. Und das neue Gesetz sieht vor, dass Prostituierte sich grundsätzlich anmelden müssen. Und ich finde, wer sagt, dass es ein offizielles Gewerbe sein soll, der muss auch dafür sein, dass die sich dann anmelden und dass diese Anmeldung eben nur durch sie selbst geht und nicht irgendjemand vornehmen kann. Dann haben wir nämlich wieder die Situation, dass diese Frau oder der Mann nichts zu sagen hat. Dass mit der Anmeldung eine gesundheitliche Beratung verbunden ist und auch eine soziale Beratung über Möglichkeiten. Und wir erhoffen uns von dem Gesetz, dass eben die vielen Frauen, die weder von irgendeinem Verband vertreten werden, die man niemals sieht, eben sichtbar werden. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, ob das geht oder nicht. Das ist ja ein Themenfeld, wo jeder sicherlich seine Sichtweise hat und auch bestimmte Interessen vertritt. Mein Interesse war immer zu sagen, ich glaube, dass es Frauen gibt, die das wirklich in diesem Gewerbe sehr selbstbestimmt machen und für sich selbst gut dabei sorgen können. Aber ich habe eben auch die Frauen kennengelernt, und die gibt es leider zu viel in Deutschland, die eben in diesem Gewerbe massiv ausgebeutet werden. Und wer weiter darauf setzt, dass wir die Frauen nur über eine freiwillige Beratung erreichen, ich glaube nicht, dass es reicht. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Egal wie viel Beratung ausgebaut wird, ich glaube schon, dass wir auch für dieses Gewerbe eben klare Regeln brauchen. Und erhoffen wir jetzt mit der Anmeldepflicht, mit der Pflicht zur gesundheitlichen und sozialen Beratung, dass wir eben diese Frauen erreichen, die vielleicht in der Situation sind und gerne aus dieser Situation wieder raus wollen.
schwieriges Thema, wie Sie wahrscheinlich jetzt in der Universität gehört haben, aber ich finde trotzdem ein wichtiges Thema, weil es eben keine Einzelfälle sind, sondern ganz viele gibt. Wir haben jetzt dieses Gesetz und wir werden es evaluieren und sehen, welche Maßnahmen davon wirklich auch was bringen und welche man vielleicht dann auch nochmal überdenken muss. Dann war die Frage nach der Vertretung. Da muss ich sagen, weiß ich noch nicht, kenne ich gar nicht den Widerstand der Länder. Also ich weiß nicht, wie jetzt das Problem der Länder ist. Das muss ich mir mal anschauen. Warte mal einmal ganz genau. Ganz kurz, finanzielle Frage, weil es bislang so ist, dass die Frage der Betreuerkosten, also der Kosten der Betreuung nach den Ländern anliegt und man schon daran glaubt, dass dieses Angebot für Hilfsrechte ja eigentlich die Anzahl an Betreuung vermeiden würde, aber erst zu einer Erhöhung der Kosten führen, weil es unbegrenzte, das Angebot für Hilfsrechte konzentriert sich ja nur auf die Gesundheitsversorgung und reduziert dann quasi alles nur auf die Reihenentscheidung beim Arzt. Ihr Fall, der Arzt oder das Pflegefall, muss die Pflegestufe beantragen, kann ich im Angebot für Hilfsrechte nicht, weil es ist eine Verwaltungstätigkeit, die ist da nicht begriffen. Das ist auch eine rechtliche Vertretung, die ist hier vom BGB im Gesetz zur Betreuung geregelt. Die Alternative ist die Vorsorgevollmacht. Wiederum kann ich zwar laut BGB beim Betreuungsverein kostenlos mit einholen, auch die Kosten sollen die Länder tragen. Und die Länder haben schließlich gesagt, solange wir keinen Finanzausgleich dafür bekommen, werden wir sie nicht zustimmen. Was sieht das Angehörigenrecht vor, dass automatisch ein Angehöriger Vertretungsvollmacht hat? Ja, zum Beispiel der Jäger. Ich verstehe jetzt aber nicht, warum es kostet, weil jetzt kostet es doch, weil ich muss doch jetzt in jedem Fall immer jemanden bestellen. Ja. Und in den neuen Angehörigen Vertretungsrecht geht es ja, bleibt jetzt mal bei dem Beispiel die Ehefrau erstmal. Ja. Und dann kostet es ja eigentlich nichts. Doch. Tatsächlich ist es bis jetzt so, ist es gar nicht gewählt. Ja, wenn ich jetzt als Angehöriger vertreten möchte, kann ich es nicht sprechen. Wenn ich jetzt gesetzlich normiert habe, wird es so sein, ich kann als Angehöriger vertreten, entweder ich bin verheiratet oder ich bin in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, dann kann es auch. Kann es auch nur im Bereich der Gesundheitsversorgung und das wird zwangsläufig dazu führen, dass ich trotzdem eine Betreuungsstellung daraus konstruieren muss, weil die Gesundheitsversorgung allein nicht ausreicht, um eine Vertretung zu machen. Das kennt ihr auch von uns, ja. Wenn man für den Angehörigen was machen will, dann konzentriert sich das nicht auf das Gespräch beim Arzt. Wann wird das für die Krankenkasse muss, ich will die Zusatzbefragung antragen, da erscheint das schon, mein Angehörigen muss auch das hinziehen, in Pflegeheim, das ist ein Vertrag schließen, das ist ein Personal für das Hotel. Das sind alles Dinge, die bis jetzt gar nicht geregelt sind, also nicht extra geregelt für den Angehörigen-Vertretungsrecht. Und ich glaube tatsächlich, die Länder werden sich sicherlich, ja, auch daraus schräumen, weil es vielleicht noch zu weit geht. Man hätte dem Angehörigen-Vertretungsrecht vielleicht auch noch viel weitergehen sollen und eine allgemeine Vertretungsbefugnis einbauen, wo wir das in den ersten Jahren zum Beispiel waren. Ja, damals war das ja, das ist in der Erdzeit so geregelt, die Ehepartner haben sich gegenseitig voll vertreten. Das wäre tatsächlich aus meiner Sicht eine Chance zu meiden, weil die Vertretung vollständig wäre. So konstruiere ich jetzt quasi, dass Fälle, die früher durchgerutscht sind durch Schema, weil schlichtweg keine Merkmale zur Betreuungsstellung notwendig wäre und da wurde halt die Zusatzbefugnis erst beantragt. Konstruieren wir jetzt eine Situation, wo wir quasi immer mehr Betreuungsfälle haben werden, weil bekannt wird, dass jemand sich verbindet. Okay, also ich glaube, dieses Zwiegespräch hat jetzt gezeigt, also ich finde ein ganz wichtiges Thema, weil in die Situation viele kommen und viele kommen können. Idealfall ist immer, man regelt es schon im Vorfeld. Jeder von uns kennt es, über so eine Themen spricht man ungern und hat sie noch nicht geregelt. Das ist eigentlich das Beste. Es ist gut, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Ich muss mir das jetzt echt mal angucken. Wobei, ich glaube, das erstmal mitnehmen, die Länder kann man mal darauf hinweisen, dass sie natürlich die Justizhaushalte auch tragen müssen. Und genau diese ganzen gerichtlichen Verfahren mit Gutachten und so weiter, wenn Betreuer bestellt wird, auch nochmal damit aufzurechnen sind. Und ich glaube, dann ist die Rechnung schon ganz anders, wie das manche Länder darstellen. Ich sage nochmal abschließend, dass genau zu dieser Frage Kinderarmut und wie ist die Situation in Familien. Also, wir haben vor allem, also Armut wird ja immer danach gemessen, man guckt sich den deutschlandweiten Einkommensverdienst an und wer weniger als 60% davon hat, gilt sozusagen als arm. Und wir haben in Deutschland
viele Kinder, die in diesen Familien aufwachsen und überwiegend in Familien, wo ein Elternteil nur ist. Also alleinerziehende Mütter zu 90% und 10% Väter. Und die Kinder, also die Armut von Kindern hat ganz elementares damit zu tun, ob Eltern Arbeit haben oder nicht. Und wenn Eltern keine Arbeit haben und sogar nur ein Elternteil da ist, also man ist alleinerziehend, dann ist es irgendwie logisch. Dann ist ja gar kein Einkommensverdienst da. Und das haben wir statistisch untersucht. Also deswegen sind gerade Alleinerziehende von Armut betroffen. Und aber auch da, wo beide Elternteile arbeiten gehen und die kleine Löhne haben. Deswegen ist ja immer so mein Credo, dass ich sage, also wer arbeitet, den müssen wir da eben rausholen. Weil mehr als dass jemand arbeiten geht, kann er ja gar nicht selber beitragen. Deswegen diese Idee mit dem gestaffelten Kindergeld, jetzt mit dem Unterhaltsvorschuss. Und ich bin auch der Meinung, dass wir uns ganz genau anschauen müssen, was ist denn eigentlich jetzt das Angebot? Ja, was krabbelt hier? Ja, wir sind hier, nein, wir sind direkt am Nordpark. Das war nicht zu klein und zu hell. Genau, wir sind da mitten in der Natur. So, und ich finde, im zweiten Schritt ist auch genauso wichtig, nochmal hinzuschauen. Also, mir wachsen zu viele Kinder in Elternhäusern auf, wo beide nicht arbeiten und langzeitarbeitslos sind. Und auch oftmals die Kinder die Einzigen sind, die sozusagen morgens aus dem Haus gehen und eine Tagesstruktur haben. Und ich finde, wenn die Eltern jetzt keine Chance auf den ersten Arbeitsmarkt haben, dass wir auch darüber nachdenken müssen, über soziale Arbeit, Bürgerarbeit, wie man es auch mal nennt. Ich bin da, es soll kein ideologisches Thema sein, aber ich finde, diese Eltern müssen auch eine Aufgabe am Tag haben, müssen auch ein Einkommen haben. Das wäre wirklich ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung Kinderarmut. Dann haben wir natürlich Eltern, die Spitzenverdiener sind, die tolle Einkommen haben. Aber was wir haben in Deutschland, ist die große Mehrheit in der Mitte, und die darf nicht vergessen werden, die nicht per se arm sind, die aber jeden Tag hart arbeiten und sich ausstrecken müssen. Und ich will nochmal sagen, zu erwarten, dass wenn ich arbeiten gehe, mir auch mal einen Urlaub gönnen kann und auch vielleicht von meinem kleinen Häuschen träume. Das ist ja nicht irgendwie Luxus, sondern ich finde, das ist irgendwie völlig legitim. Wir haben die große Mehrheit in der Mitte und um ein Beispiel zu nennen, hätten wir das Kindergeld nicht, weil es ja auch immer so ein bisschen die Ansätze gibt, der Streit auf das Kindergeld, steckt es in die Kita und dann ist alles gut. Wenn es das Kindergeld nicht geben würde, hätten wir sofort 1 Million Kinder mehr in Armut. Also auch das Kindergeld heute bewahrt viele Familien vor dem Abrutschen in die Armut. Deshalb war ich immer eine Verfechterin davon, es muss die Infrastruktur geben, Kita, Ganztagsschule, es muss auch eine Familienleistung, Kindergeld geben, ein höheres für die, die ein kleines Einkommen haben, und es muss halt auch die Lebenszeit für Familien geben. Also es wird auf diese Schere stark diskutiert und bei der Schere wird sehr vergessen, dass es auch eine große Mitte gibt, die man auch stabil halten muss, die nicht immer per se Spitzenverdiener sind, auch nicht gleich von Hartz IV nehmen, die aber auch, wo man auch nicht vergessen darf, die müssen auch unterstützt werden. Und deshalb finde ich es völlig legitim, dass man Familien auch materiell unterstützt und das Kindergeld ist ein ganz wichtiger Beitrag. So, meine Damen und Herren, legitim war ein gutes Stichwort. Ich finde es legitim, dass du einigermaßen glücklich nach Hause kommst. Das ist auch ein ganz brutaler Cut. Ich habe allerdings immer Bestechungsgeschenke hier, Manuela, damit man auch mal nachfragen kann und Diskussionen auch fortsetzen kann. In diesem Fall mit Magdeburger Spezialitäten, das habe ich schon mal bei einer der letzten Veranstaltungen gesagt, da ist ganz überrascht, was es alles in Magdeburg gibt, was sich da überraschen, alles was essbar ist. Also herzlichen Dank. Und ich glaube, ich spreche auch im Namen aller hier viel Glück und Erfolg jetzt bei allem, was kommt in den nächsten Tagen. Toi, toi, toi. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, diesmal fürs Kommen. Wenn Sie wieder zu Lischka trifft kommen wollen, müssen wir gar nicht so lange warten. 4. Juli, gleiche Stelle, 18 Uhr hier im Familienhaus. Da kommt der Schauspieler Walter Sittler und da kann ich Ihnen heute schon versprechen, das wird auch eine ganz gute Runde werden. Bis dahin bleiben Sie gesund, kommen Sie gut nach Hause und einen schönen Abend.